wirklich abgefahren. Das P9 von Huawei, das mir hier gerade untergekommen ist, hat zwei verschiedene Objektive und kann diese gleichen Lightpainting-Sachen, die auch das P8 konnte, was schon ziemlich cool ist. Und mit diesen zwei verschiedenen Objektiven praktisch kann es Folgendes machen, dass man im Nachhinein dann den Fokuspunkt setzt oder auch sagt, ich will alles scharf haben oder auch nicht. Wirklich weird, sieht echt gut aus. Hätte ich nicht schon ein Telefon, wenn ich jetzt eins bräuchte und es mir vor allem um Fotografie geht, wäre das echt spannend. Yo.